Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Videoreihe mit Swift auf dem Spielplatz. Heute wollen wir uns ein bisschen um Variablen kümmern und wie wir einfache Rechenoperationen durchführen. Dafür, wie im Motivationsvideo bereits gesagt, haben wir hier unseren Playground. Das erste, was uns natürlich hier auffällt, ist, hier steht ja schon was. Und zwar dieses Keyword var str gleich Hello Playground. Ich ziehe das hier mal ein bisschen breiter. Und da kommen die Vorteile des Playgrounds zum Tragen. Wir sehen hier an der Seite schon gleich, wo was in dieser Variable drin steht. Denn hier oben dieses var String Hello Playground ist eine Variable. Eine Variable wird immer dadurch gekennzeichnet, dass vorne das Keyword var steht. Dahinter folgt dann der Name der Variable, zum Beispiel Hallo. Und dann folgt entweder nix, beendet entweder durch ein Semikolon oder eine neue Zeile oder eine Zuweisung mit ist gleich. Nun gibt es viele Sachen, die wir einer Variable zuweisen können. Eben ja bereits gesehen, wir können den ganzen einen Text zuweisen, einen sogenannten String. Was wir auch der Variable zuweisen können, sind Zahlen, sogenannte Integer oder Kommazahlen, Doubles oder Floats. Wenn wir jetzt hier eine Zahl einfügen, zum Beispiel 10, sehen wir schon auf der rechten Seite 10. Wenn wir 10.0 sehen wir, es ist eine Kommazahl geworden. Können wir auch 10.1. Was Swift in diesem Fall einfach macht, wir müssen keine expliziten Typen angeben, wie eben var, wie eben String, Integer oder Double. In vielen anderen Programmiersprachen ist das durchaus der Fall. Auch bei Swift würde es sich anbieten, Variablen einen Typ zu geben, um Verwechslungen, wenn man mit mehreren dran arbeitet, zu vermeiden und somit gegebenenfalls einen unbrauchbaren Quellcode zu erzeugen. Um einen Typ anzugeben in Swift, schreiben wir hinter dem Variablennamen Doppelpunkt und geben dann einen Typ an, zum Beispiel in dem Fall nenne ich jetzt einfach mal int. Wir können auch ein int mit einer Kommazahl belegen, wir sehen aber, egal was wir dahinter schreiben, es ist und bleibt eine 10. So wissen wir, okay, egal was wir da für ganz krumme Rechenoperationen drauf machen, wir kriegen immer die ganze Zahl ohne die Erweiterung hinter dem Punkt. Wenn wir nun Kommazahlen haben wollen, hatte ich ja eben schon einmal gesagt, gibt es den Typ Double. Nun haben wir auch wieder eine 10,8. Wenn wir jetzt beispielsweise einfach mal den Typ String angeben, ein String ist eine Zeichenkette, kriegen wir auch 10,8 raus, aber wir kriegen hier eine Warnung. Und zwar, der Typ String ist nicht kompatibel mit dem Float-Literal. Und zwar, dieses Float-Literal bedeutet, Zahlen, die mit Punkt getrennt sind, können ohne Anführungszeichen geschrieben werden. Normalerweise, wenn wir einen String haben wollen, müssen wir da Anführungszeichen drum setzen. Es gibt sehr viele Typen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel schon mal den String Hallo. Den können wir jetzt auch einfach mal mit Hallo benennen oder Hallo Swift. Und wir sehen, unser String beinhaltet Hallo Swift. Nun ist es nun mal so, in der Programmierung bzw. allgemein, der Rechner versteht eigentlich nur Nullen und Einsen. Es gibt auch einen Datentyp, der nur Nullen und Einsen kann, beziehungsweise wahr oder falsch. Und zwar nenne ich den jetzt einfach mal binär, Doppelpunkt, und jetzt kommt der Datentyp bool. Bool ist die Abkürzung für Boolean und kann entweder true sein oder false. Auch hier ohne Anführungszeichen, weil das auch feste Sachen sind. Wir können auch 1 nehmen, ist auch wahr, und 0 ist in dem Fall auch falsch. Also bei bool haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir schreiben das Keyword true oder false, oder wir schreiben eine 1 oder eine 0.
Nun kommen wir noch zu einer Besonderheit an Swift. Ihr seht hier schon, ich habe ein R geschrieben, sprich, da steht wirklich auch binär. Viele Programmiersprachen unterstützen aber nicht den kompletten Unicode-Satz. Deswegen würde ich immer empfehlen, schreibt die Umlaute aus. Beziehungsweise meistens, wenn ihr programmiert, auch in größeren Projekten, wird sowieso auf Englisch programmiert. Und dann habt ihr auch die Probleme mit den Umlauten nicht. Nachdem wir nun einfache Zuweisungen gemacht haben, können wir das Ganze auch noch ein bisschen komplexer gestalten. Und zwar, wir können Zuweisungen auch zusammensetzen. Wir fangen damit erstmal an und sagen var hallo 2 ist gleich einmal der String hallo. Und dann wollen wir bei hallo noch was hinzufügen. Und zwar können wir das Ganze Zufügen eines Strings machen mit einem Plus. Wenn wir jetzt ein Ausrufezeichen hintersetzen, sehen wir hier, unsere Variable beinhaltet Hallo Ausrufungszeichen. Wir können aber nicht nur, das ist jetzt erstmal nur auf Strings bezogen, einfache neue Sachen zuweisen, sondern jetzt kommt hier der Sinn der Programmierung. Man hat Variablen, arbeitet damit weiter. Wir können jetzt hier einfach sagen, wir wollen bitte Hallo benutzen. Sehen wir hier, wir haben Hallo Swift. In dem Fall, auch wenn es ein String ist, schreiben wir Hallo nicht in Anführungszeichen. Weil ähnlich wie eine Zahl oder ein boolischer Wert, ist Hallo, wird dann von dem Compiler, sprich der uns unseren Quellcode ausführbar macht, wird er so interpretiert, wie eben diese Literale, wie eben true. Und so können wir mit Variablen arbeiten. Das Ganze geht natürlich auch mit Zahlen. Können wir einfach jetzt mal eine neue Variable, die nennen wir einfach mal sum für Summe. Und da können wir auch sagen 12 plus 12. In dem Fall ist 12 plus 12 nicht 1212, sondern eben 24. Damit hätten wir auch schon die erste mathematische Operation in Swift kennengelernt, und zwar das Plus. Das Ganze geht dann natürlich auch mit Minus. Fügen wir immer wieder ein Plus ein. Wenn wir jetzt hier das Ganze mit einem Minus machen, kriegen wir wieder eine Meldung: String is not convertible to uint 8. Sprich, wir können einen String nicht in eine Zahl umwandeln. Das Plus ist sozusagen der Sonderfall an Literalen. Wir haben, mit dem Plus können wir nämlich Sachen zusammenfügen. Das ist ja bei Addieren nicht anders. Was wahrscheinlich auch nicht geht, ist, wenn wir hier, wir können das so oft fortführen, wie wir wollen, wenn wir hier nun aber mal binär einfügen, kriegen wir auch wieder eine Warnung, und zwar bool is not convertible to uint 8. Denn ein Boolean kann ja nur 1 oder 0 sein. Dementsprechend können wir da nicht drauf zugreifen und da irgendwas hinzufügen oder löschen. Das zum Thema, wie verbinde ich Elemente. Machen wir weiter mit Mathe. Jetzt haben wir hier div für die Differenz. Hatten wir eben schon einmal gesehen, das ist, nehme ich jetzt hier mal 14 minus 12. Das Ganze können wir jetzt auch noch für ein Produkt machen. Und zum Beispiel nehmen wir hier einfach mal 3 mal 4. Okay, machen wir 3 mal 14, das kommt besser. Genau. Also hier unten haben wir dann die Variable Quot für den Quotienten. Da können wir einfach mal sagen 50 durch 10. Gut, da haben wir jetzt also auch hier hinten die 5 stehen. Auch hier ist es möglich, mehrere Operationen in einer Variable zu speichern. Also nehmen wir einfach mal Variable erg für Ergebnis.
sagen einfach mal 42 durch 2 mal 3 plus 4 minus 5. Kommt 62 bei raus. Findige von euch werden, wenn ich jetzt mal auch ein Plus draus mache, werden feststellen, und hier hinten einmal, so jetzt wird was draus. Einige von euch werden jetzt natürlich Nachrechnung feststellen, Swift kann von Haus aus Punkt vor Strichrechnung. Das ist nicht immer so. Dementsprechend können wir hier auch zum Beispiel Begriffe einklammern. Wie zum Beispiel diesen ganzen Plusterm hier, klammern wir jetzt ein und wir sehen, dabei kommt 20 raus. Wenn wir das Ganze jetzt einfach mal als Double darstellen, und hier auch alle Zahlen, als brauchen wir gar nicht, sehen wir hier 23,33333. Liegt daran, dass wir bei Double sowohl mit den Zwischenergebnissen Double weiterrechnen, als auch das letztendliche Ergebnis Double ist. So kommt ein Rundungsfehler dabei raus, wenn wir nur mit Integer rechnen. Das dazu. Kommen wir nun zu etwas schöneren Rechenoperationen, und zwar, die ein bisschen mehr können als Mal und Geteilt. Denn auch Swift unterstützt viele mathematische Operationen, zum Beispiel Squared für die Quadratwurzel, Root oder auch nicht, Round zum Beispiel und eben auch den Logarithmus. Ein Logarithmus ist standardmäßig der Logarithmus zur Basis e. Sprich 2,7 irgendwas. Sprich der Logarithmus Naturalis. In der Informatik braucht man öfter mal den Logarithmus zur Basis 2, um zum Beispiel auszurechnen, wenn ich 1000 Datenwerte habe oder 1000 Boolean-Werte, in wie vielen Bit brauche ich, um 1000 verschiedene Belegungen darzustellen. Um das einfach zu machen, können wir einfach mal eingeben log. Log erwartet eine Double. In dem Fall unsere 1000. Sprich, wir haben unsere 1000 Belegungen und die müssen wir dann teilen durch log 2. So haben wir den Logarithmus zur Basis 2. Jetzt meckert ihr hier noch rum, dass wir Integer eingegeben haben, keine Doubles. Jetzt müssten wir hier gleich ein Ergebnis knapp unter 10 erwarten. Genau. 9,96. Da wir aufrunden müssen in der Informatik, wäre es 10. Können wir auch einmal probieren, wenn wir da jetzt einfach mal den Round drum setzen, in welche Richtung er uns das Ganze rundet. Auf 10,0. Dann sehen wir, der Round rundet zur nächsten Kommastelle. Wenn wir mal Round von 9,4 eingeben, sehen wir, er rundet nicht nur zur nächsten Kommastelle hoch, sondern er rundet auch wirklich kaufmännisch. Sprich, alles ab 5 ist der nächst höhere Wert, alles unter 5 ist der nächst kleinere Wert. Und das soll es auch schon von diesem Teil gewesen sein. Und im nächsten Teil gucken wir dann, wie kriegen wir die ganzen Daten ein bisschen komprimiert, um damit irgendwelche größeren Sachen zu machen. Bis dahin.